Ob es ein Ich gibt oder nicht, interessiert nur das Ich. Doch dieses Interesse ist noch lang kein Beweis dafür, ob es ein Ich gibt oder nicht. Gibt es überhaupt einen Beweis dafür, dass es mich gibt? Rein körperlich, materiell gesehen? Schauen wir mal die Materie an. Dringen wir immer tiefer vor in ihr Inneres. Zerlegen sie in Moleküle, Atome, Quarks, Quanten und so weiter. Finden wir wohl sehr viel Platz und lauter kleine tanzende Dinge, die sich wohl immer weiter, noch weiter zerlegen können. Also je genauer wir dahin schauen, jedes Mal verschwindet wieder etwas, wenn wir es betrachten. Es verschwindet in etwas anderes. Und wenn wir das wieder anschauen, verschwindet das auch wieder. Also, materiell gibt es keinen Beweis dafür, dass es mich gibt. Sprachlich, akustisch, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist zwar vielleicht digital abgespeichert worden und kann sich über ein paar Jahrhunderte angehört werden. Ich denke nicht mal, dass es irgendwen interessiert. Ist es doch, wenn ich jetzt hier wieder hergehen würde und versuchen, dem zu lauschen, was ich da gesagt habe, wieder weg. Alle meine Worte verschwinden in die Stille, aus der sie herausgesprochen sind. Nun, wie wollen wir nun den Geist beweisen? Der Geist lässt sich wohl schwerlich beweisen, weil er nicht sichtbar ist. Und doch kann ich gleich sagen, oh ja, ich habe einen Geist, der den Leuten in die Eier beißt. Nein. Dieser Geist. Oh nein, der Geist kann ich nicht beweisen. Also, was nicht bewiesen werden kann, existiert und existiert auch nicht. Nun die Seele. Dieser kleine graue Fleck im Universum, der ewiglich bunt bleibt. Wie sollte eine Seele bewiesen werden, wenn es gar keinen gibt, der sie beweisen kann? Die Urseele, die Allseele, die Seele der Seelen, die Seelenlosigkeit ist die Heimat der Seele. Ich seele mich hinein in die Weite und komme wieder zurück in die Enge der kleinen persönlichen Verwirrtheit. So habe ich mit mir selbst gebrochen, das Verbrechen habe ich begangen, dass ich mich für einen kleinen, individuellen, Handelnden ausgebe, der unter 7 Milliarden Persönlichkeiten sein Leben auf die Reihe bringen muss, oder auch nicht. Ja, ich muss es nicht auf die Reihe bringen, weil die Reihe, wo soll sie sein? Es ist ja nur ein Sprichwort dafür, dass man nicht zu viel Chaos hat, sondern sich wohlfühlt und nicht klein und begrenzt und armselig und hungern muss. Keine Ahnung. Des Weiteren würde ich mich dafür aussprechen, dass dieses Verbrechen bei mir wie folgt bestraft wird. Also das Verbrechen ist, ich habe mit meiner Absolutheit gebrochen, die weder jemals irgendwas noch nichts nicht vollbracht hätte und halte mich jetzt für einen kleinen, individuell persönlichen Handelnden, eine Persönlichkeit. Und die Strafe für dieses Verbrechen ist, dass ich mich allzu oft
fühle? Armselig? Begrenzt? Getrennt von der Liebe meines Lebens? Aua, aua, ich leide so unter meiner eigenen Vorstellung von mir selbst. Oh, das tut ja weh. Oh, ich bin... Oh. Jetzt habe ich eine Geschichte. Nein, ich bin Geschichte, aber habe keine. Das ist der Unterschied. Denn unbegreifbar bleibt das, was ist. Halleluja. Zum Wohle.